Weißt du, jetzt machen wir einen Punkt. Wie oft willst du denn noch arbeiten? Wir müssen sicher sein, dass niemand daheim ist. Ich bin mir ganz sicher. Na, du machst mich ganz sicher nervös. Also den ganzen Nachmittag bist du schon am Telefon gehängt. Und hat wer angekommen? Kein Mensch, weil niemand daheim ist. Ach, ich möchte schon drin sein. Was glaubst du, wo ich sein möchte? Erst mit dir mache ich was mit. Da kann ich was dafür, dass ich mir vor 3 Tagen bei dem scheiß Glatteis die Zeichen brauchen hab? Da wird halt am Fahndungsblatt stehen. Hat einen Batschen. Ah, sehr witzig. Geh, erst nimm den Dietrich. Ein Künstler kann das auch mit einer Hornadel. Schau zu, dass du was lernst. Ich schau dir schon die ganze Zeit zu, nur da gibt's nichts zum Lernen. Erst! Wenn du jetzt einmal nur auf die Klingel drückst, drück ich dich eine. Da willst du alles rebellisch machen? Hast du ja gesagt, dass niemand daheim ist? Ja, da drinnen nicht. Aber glaubst du, dass dir zuliebe das ganze Haus spazieren gegangen ist? Was, ich glaub, da kommt wer. Husch! Was haben wir da gesagt? Wir sind 2 Monteure, was die Tiere reparieren. Keine Flucht, keine Panik. Erst, du machst mich so nervös. Jetzt hat sich die Hornadel verbrannt. Na, gib mir schon her, den Dietrich. Der Meister ist aus der Übung, gell? Naja, die 6 Monate fehlen mir halt, weil ich auf Kur war. Weißt du, welcher Betrieb in Österreich kann sich leisten, seine Leute 6 Monate auf Kur schicken? Die Republik Österreich. Aber du warst in Star. Na, nein, auf die Bahamas. So, auf mich. Komm rein. Was ist denn der Schalter? Jetzt mach die Tür zu. Ah. Ist das Licht. Sauber. Da werden wir jetzt in Ruhe anstehen. Zeit haben wir. Hoffentlich. Ja, wenn ich das sage, die Frau Oberholzenberger, die was auf unserer Stirn gewohnt hat, gesagt, dass die Frau Sektionschef zu ihrem kranken Mann nach Boden gefallen ist für ein paar Tage. Ne? Aber ich kenne die Frau Oberberger nicht. Oder ist doch wurscht, ob das du kennst oder nicht. Ne? Ich hab's aufgeschnappt, wie es einer Nachbarin erzählt hat. Und weil ich ein gescheiter Bursch bin, hat's bei mir gleich eingeschnappt. Hoffentlich findet man da was Gescheites. So viel können wir gar nicht trauen, was wir da finden erst. Der war Sektionschef da. Ein Beamter. Das viele Geld, was der hat, hat er eh nur von unseren Steuern. Na, und das holen wir uns jetzt zurück. Mitsamt der Käst. Ah, da ist die Küche. Uninteressant. Heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen in die Schatzkammer. Komm, die Mann. Mautzer allerseits! Auch so viel, lieber Pavel. Ich freue mich, dass ich endlich von dieser Straße hereingekommen bin. Was sagst du, mein Hunter? Ausgezeichnet. Fundusburg, der von Schnitz. Na? Grüß dich, mein Lieber. Ja, grüß dich, servus. Freue mich, dich zu sehen. Ja, ich auch. Wo ist denn die Otti? Ja, du, was heißt, wo die Otti ist? Ich sage nur, die Viren sind heute, nicht wahr? Die Viren sind ja, heute die stärker. Ja, die Kriegswirren. Als die, ja, die Politik, verstehst du? Kriegswirren. Nein, die Viren, weißt du, die sind heute unheimlich renitent, verstehst du? Ach so, ja. Diese Viren. Und verstehst du mit, schau dir, die Otti ist ein bisschen krank, ist, obwohl sie sehr widerstandsfähig ist. Ja. Für sie. Aber bitte, besonders gegen mich, aber bitte lass mir den Schwamm drüber. Sie hustet, nicht wahr? Ja. Sie niest. Ja. Also ich bin jedenfalls da, verstehst du mich? Ich bin da und die Preise bleiben gleich. Und ich bin auch da, das ist die Hauptsache. Du sag einmal, ich muss wirklich sagen, ich freue mich, dass ich dich wieder einmal sehe, verstehst du? Natürlich, ich glaube, ich bin auf Urlaub. Ja, natürlich, du. Ich kann ja nicht auf Urlaub wegfahren. Ich bin ja nicht ein Dings, bin ich doch nicht. Also ein Sektionschef, ein Pensionierter. Mhm. Nicht? Mhm. Außerdem, mir fehlt Geld. Geld habe ich zu wenig, Schnee ist mir zu viel, was brauche ich. Also bitte, Skifahren, das habe ich seinerzeit sehr gern gehabt. Nicht als Skifahrer, sondern als Nutznießer von der Skifahrerei. Ich war doch Heilmasseur, wie du dich erinnerst, nicht? Und da haben wir, die Skisportler haben mir sehr viel Geld gebracht, nicht wahr, weil sich irgendetwas verrenkt oder sowas. Haben mir sehr viel gebracht. Aber jetzt, was denke ich dran? Im Gebirge ist kalt, im Kaffeehaus ist warm. Da bin ich ja immer im Kaffeehaus. Und außerdem,
Das Burgtheater braucht mich. Wieso? Entschuldige, die Leute werden doch auch ohne dich einen Platz finden. Ja schon, aber meistens die falschen Plätze. Und außerdem, ein Burgtheaterbilletär hat andere Aufgaben, künstlerische Aufgaben. Zum Beispiel schwungvoll die Karten abzureißen. Was? Abzureißen? Ich habe dich immer für einen Aufreißer gehalten. Eddie, Herr Bezirksrat, ich bitte, vorsichtig zu sein, Sie alter kleiner Politiker, vorsichtig sein, sonst bestelle ich meinen roten Glühwein sofort ab. Du hast einen roten Glühwein bestellt? Ja. Ja, wann denn? Jetzt gerade. Ach so, muss er glühen oder genügt es, wenn er ein bisschen heiß ist? Genügt, wenn er warm ist. Letztes Mal hat er so geglüht, dass er fast verdunstet ist. Es war schon gar nichts mehr drin, nur so ein bisschen. Also das darfst man nicht mehr machen. Bring schön warm machen und viel Zucker. Ja, viel Zucker, aber immer dran denken, ich habe ein bisschen zu tun mit Zucker. Also viel Zucker und der muss Saccharin sein. Ist recht, Mann. Oder lesen Sie alle? Nein, wenn es mir bis zur Sperrstunde wieder geben können Sie schon mitnehmen. Sperrstunde. Entschuldigen Sie, Herr Babel, darf ich Sie was fragen? So, bitte. Hat sich schon eingerührt bei Ihnen? Was meinen Sie da? Naja, auf die Nase. Gut erhalten, aber einsam. Die wissen Sie, diese Kontaktanzeige. Wieso wissen Sie das? Naja, Sie wissen, mir entgeht nichts. Sie wissen alles? Fast alles. Nur weiß ich nicht, ob sich schon eine bei Ihnen gerührt hat. Ja, also da muss ich Sie leider enttäuschen, es hat sich keine gerührt, weil, ehrlich gesagt, ich habe die Annonce nicht aufgegeben. Na geh, warum denn? Da kann ich mir doch gleich ein Schild herumhängen. Bin einsam und da schäme ich mich. Na geh, jetzt habe ich alle meine Hoffnungen hab ich auf Sie gesetzt, Herr Pavel. Weil der Text war sehr gut verfasst. Ja, der war sehr gut und vor allem, wissen Sie, so lebensnah, so zum Anbeißen. Wissen Sie was, es hat keine angebissen. Aber Ihnen, Herr Doktor, Ihnen werde ich diesen Text zur Verfügung stellen. Sie können ihn einrichten in eine von diesen Zeitungen. Eine Dame wird sich melden. Sie können ihn dann aussuchen, ohne mich als Vorkoster benutzen zu müssen. Herr Pavel, ich habe Sie ja fragen wollen, was für Frauen das sind, die sich da auf sowas melden. Wissen Sie, es hätte ja sein können, dass Ihnen eine nicht zusagt und dass die vielleicht mir. Probieren geht über studieren, einrichten, warten auf das Resultat. Na, jedenfalls danke ich Ihnen. Bitteschön. Na schon, da ist wieder der Pater Paterno. Mein lieber Pavel, da ist der Glühwein, verstehst du mich? Und da ist die Möschpes. Ein Geschenk bitte des Hauses. Fabelhaft. Danke vielmals. Geschenk des Hauses? Zu welchem Behuf? Ja, das ist die Rache an das Schicksal, verstehst du? Ach so, ist es vergiftet. Nein, die Rache des Schicksals, weil die Otti krank ist, verstehst du? Was ist denn? Eiskalt. Ich hab Blödsinn sowas. Herr Pavel, entschuldigen Sie, Herr Pavel, darf ich Sie noch einmal stören? Ich hätte gerne eine Frage. Wenn man so eine Annonce aufgibt, soll man da auch von sich ein Bild mitschicken? Lassen Sie mir nachdenken. Nehmen Sie mal Platz. Das heißt, knien Sie noch nieder. Nicht auf die Zeitung, die ist zu kostbar. Knien Sie noch auf die Erdfamilie. So, und jetzt schauen Sie dorthin. Jetzt schauen Sie dahin. Jetzt schauen Sie mich an. Also, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, ich an Ihrer Stelle, ich möchte kein Bild schicken. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hab nicht mehr keins. Darf ich meine Zeitung wieder haben? Ja, welche wollen Sie haben? Na, geben Sie mir. Da steht ja in jeder dasselbe drin. Ich danke Ihnen. Nehmen Sie. Dankeschön. Braucht ihr Stehmessen? Ich muss den Schreibtisch aufbrechen. Was hast du gefunden? Riechen dir ist bereits das Vorgut. Spüren für es. Aber die misstrauische Bagage hat den Schreibtisch zugespielt wie ein Panzerschrank. Ist leid. Na und? Bleib ruhig. Jetzt schon wieder? Jetzt mach dir nicht kleine Hosen. Es ist niemand da. Wir sind nicht da. Kein Mensch ist da. Wir sind zwei Gespenster. Weißt du was? Ja. Schleichen wir uns in die Kugel. Das gibt's doch nicht. Na, die müssen doch zu Hause sein. Müssen doch niemand. Aber Entschuldigung, am Samstag, wenn Schuhe fix ist, Schuhe fix. Du hättest ihm vorher anrufen sollen. Aber Anruf, warum soll ich am Samstag anrufen? Ich komme doch immer so als Überraschung, mehr oder weniger. Und dass du heute dabei bist, das hätte sollen die freudige Überraschung werden. Ja, zum Tommy runter hat auch keinen Sinn, weil der ist über alle Berge. Siehst du?
Den anderen Leuten geht's gut. Die sind beim Ski und Après-Ski. Und wir zwei vergraben uns über die Feiertage in die Inventur deiner Buchhandlung. Und jetzt stehen wir vor einer verschlossenen Tür, wie bestellt und nicht abgeholt. So, jetzt warte ich noch genau 10 Sekunden. Ja, und dann? Dann musst du mich küssen. Irgendeinen Trost brauche ich jetzt. Also bevor ich dich tröste, steck wenigstens deine Visitenkarte in die Tür. Na, dann wissen sie, dass wir da gewesen sind. Übrigens, Küssen im Stiegenhaus finde ich ganz unromantisch. Da kann ich mich zu wenig auf dich konzentrieren. Ich habe Küssen im Stiegenhaus immer äußerst romantisch gefunden. Das hat echt nichts zum Schreiben. Hast du irgendwas zum Schreiben? Ja, sicher. Ah, na, leider. Mein Lippenstift. Viel kann ich mit dem Schmierstift aber nicht schreiben. Na ja, Prosit 93 wird schon gehen. Gut, wunderbar, schreibe ich Prosit 93 und du drückst dann deinen Kussmund drauf. Kindskopf. Hoppala. Du hast die Tür aufgedrückt. Was, mit dem Lippenstift? Bin nicht einmal gescheit angekommen. Dann haben sie vergessen abzusperren. Das schaut aber den Lafitz nicht sehr ähnlich. Also ich meine, diese Familie von akkuraten Menschen sperren doch eher dreimal zu, als dass sie es einmal vergessen. Hallo, ist da jemand? Moment, vielleicht die Frau Steffi. Hallo, Frau Steffi? Vielleicht hat sie irgendwo Staubsaugen und hört uns nicht. Da müsste man doch den Staubsauger hören. Logo? Hallo? Moment, sei vorsichtig. Hast du Angst? Naja, Angst habe ich, na, um dich habe ich Angst. Außerdem habe ich Fantasie, immerhin bin ich Besitzer einer reichhaltigen Kriminalbibliothek. Ah, ich verstehe. Als Analphabet wärest du jetzt mit mehr Mut da. Ja, Mut ist ja überhaupt eine besondere Form von Analphabetismus. Hallo! Hallo! Ist da jemand? Ja, vielleicht muss man nur den Schlaf auswählen. Ich schau nur, ob ich einen dabei hab. Was machen denn Sie da? Naja, das Gleiche könnte ich Sie vielleicht aber auch fragen. Sehr richtig. Was machen denn Sie da? Sie sind die Besitzer von dieser Wohnung. Na, das ist gescheit. Da kann ich ja nachher gleich die Rechnung ausstellen. Nein, das, der Besitzer bin ich nicht, aber ich bin sozusagen ein Freund der Familie. Bitte, wie sind denn Sie in die Wohnung da reingekommen? Wer hat Sie denn da reinlassen? Naja, die Frau Dingsbums, na, wie heißt sie jetzt geschwind? Die Frau Oberholzenberger, ja, die, was da in der Kugel aushilft, ne? Ach so. Ja, die, Sie kennen die Frau? Ja, ist sie da in der Küche? Nein, vielleicht? Im Moment nicht, aber sie kommt gleich. Ja, und wo ist sie jetzt? Ja, sie war drunten in dem Tschecherl. Also und im Kaffeehaus, meinst du? Genau, sie hat bei uns dann nicht mehr ausgehalten, weil sie zu laut war, wir haben jetzt viel Lärm gemacht. Wer wir? Na ja, ich und mein Kollege. Erst, Kollege, geh, komm mal raus. Ja, was du wollen, Chef? Ich Türkisch, ich nix verstehen. Ist halt ein Kreuz mit den Türken. Aber ein braver Arbeiter. Ja, ein Inländer war einer mit einer frisch operierten Zehe nicht in die Arbeit gekommen, gell? Du sein sehr brav, gell? Ja. Na, Mustafa hast du. Aber ich sag nur Fetzenschädel zu ihm, weil er alle bei den türkischen Fetz am Kopf ist. Na, die Tür war nämlich angelehnt, da haben wir uns natürlich gefragt. Ich Türkisch, was da... ich nix verstehe. Ah, ja. Du gehen jetzt wieder in die Küche, ja? Du gehen. Je geschwinder wir fertig sein, umso geschwinder können wir abfahren. Verstehst du mich? Ja, Chef. Ja, na gut, dann ist eh alles in Ordnung. Aber ich schon glaube, dass die Frau Lafitte vielleicht vergessen hat, die Tür zuzusperren. Ja, um Gottes Willen, bei den vielen Einbrüchen heutzutage. Ja, da marschiert ihnen ja gleich die Mafia aus und einer, das war was. Na, die tragt ihnen ja alles vor, so geschwind können sie gar nicht schauen. Die sind ärger wie die Termiten, aber bitte, in einer halben Stunde ist da alles fertig. Gut, dann wollen wir Sie und Ihren lieben Herrn Kollegen nicht länger aufhalten. Wir sagen der Frau Oberholzenberger Bescheid. Ja. Wo? Na, im Kaffeehaus unten. Ach so, ja. Nicht, wir wollen sowieso runtergehen und Kaffee trinken. Nehmen ja nicht an, dass Sie uns eine Jausen machen. Nein. Ja. Also, wenn Sie so freundlich sind. Ja, nicht? Ja, also in einer halben Stunde herrscht hier wieder Ruhe. Circa, na mindestens schon frühest. Also, vielen Dank, die Dame. Ja, nichts zu danken ist selbstverständlich. Auf Wiederschauen, der Herr. Wiederschauen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Hörst du, Dirk? Wir fahren an. Aber Dali. Glaubst du, kommen die wieder? Na, erst wenn die Oberholzenberger im Kaffeehaus unten nicht finden, sind sie da wieder Blitz. Und was machen wir mit dem Geld? Aber scheiß jetzt auf das Geld. Wir schnappen unsere vollen Sackeln und weg sind wir. Aber
der Schmäh mit der, Oberholzer, der war ja nicht schlecht, muss ich das schon sagen. Aber wenn die in das Wohnzimmer reingegangen waren, vierte Gott möchte nicht wissen, was da passiert war. Da haben wir ein Glück gehabt. Du. Wir haben ein Glück gehabt. Die zwei haben ein Glück gehabt. Sonst hätte einer der Tochter Ferl nämlich eine kleine Holznarkose verpassen müssen. Er, ein Intellektueller ohne Muskeln. Na, was treibst du denn her? Und die blonde Katz war schad gewesen. Na ja, alles kann der Mensch nicht haben. Einmal bum bum in kleinen Hammerl. Ich bin nicht gerade in der Stimmung. Ja, das merkt man. Hörst du, schaut's aus, als wäre eine Bombe meine gefallen. Ist ein Wunder, wenn man einen zu ihm kriegt, wenn die misstrauische Bagage alles zweimal anspielt, also komm, geh mal. Die Vasen nehme ich noch mit. Erst lass da so einen Schund. Was heißt Schund? Das ist ja chinesisch. Das ist vielleicht Chop-Sue-Dynastie. Das ist am meisten wert, sage ich da. Aber du verstehst ja nichts von Kunst. Was ich verstehe nichts, na du vielleicht, ha? Du hast Mustafa. Und verstehst nicht einmal türkisch. Salam alaikum. Na ja, komm, komm, du mit dir. Und mach dir die hier zu. Und türkisch, ich nichts verstehe. Ach, halt zusammen, Fetzen, Pela. Ha, mein Zeichen, pssst. Komm jetzt, Pela. So, da, bitteschön. Wie bestellt. Danke. Entschuldigen Sie, das Papier ist ausgegangen, ja, leider. Danke vielmals. Wiedersehen. Wiederschauen, habe ich die Ehre. So, Herr Doktor, also für Sie müsste man einen eigenen Lesezirkel abonnieren. Bitte das Glas Wasser. So. Ja, und eigene Wasserleitung natürlich. Ja, und dazu gleich auch eine Kaffeeplantage, gell, Herr Janek? Na, Sie wissen, Herr Janek, ich trinke am Nachmittag höchstens drei kleine Schwarze mehr nicht. Ja, also ich verstehe nicht, wieso Sie diese so viel schwarze Buchstaben vertragen an einem Nachmittag. Na ja. Herr Doktor, ich verstehe das wirklich nicht. Es steht da überall das Gleiche drin. Nein, und eigentlich haben Sie ja recht. Es sind ja nur Raubüberfälle, Verbrechen, Einbrüche, ja, ja. Ausbrüche etc. Ja, ja. Ich sehe leider schon, Sie sitzen da und bei Ihnen räumen Sie die Wohnung aus. Na, Herr Zahnzug, wollen Sie haben, dass ich gehe? Nein, ich bitte Sie. Genau. Bleiben Sie ruhig, heute nur ein Scherz. Also eins kann ich Ihnen sagen, Herr Janek. Wenn bei mir daheim ein Einbrecher irgendetwas Wertvolles entdecken sollte, den zahle ich noch einen Finderlohn. Ja, schönen Nachmittag zusammen. Ja, Nachmittag, Herr Janowski, heute haben Sie den Vortritt. Sie sind von einer gefährlichen Liebenswürdigkeit, Herr Heberer. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Servus. Was trinken wir denn? Zwei französische Cognacs? Das ist eben immer gefährlicher. Gerade heute wollte ich versuchen, an Ihrer Konditorei vorbeizukommen, ohne hereinzufallen. Ja? Bahnstriefe auf der Straße in Heberer, der lässt mich nicht mehr aus, bis ich da herin bin. Da muss ich dem Kurti ja dankbar sein. Was heißt danke? Provision müsste man mir zahlen, dass ich da wie ein Raubritter vor der Konditorei herumlungere und der Gäste hereinlose. Edelein, zwei schöne, noble französische Cognacs. Zwei schöne, noble französische Cognacs. Bitte schön, sofort. Na, mit irgendwas muss man doch beginnen. Nein, also von beginnen kann nicht die Rede sein, lieber Heberer. Nein. Ich muss halt noch mein Auto fahren. Der erste ist schon der letzte. Außerdem trinke ich auch gar nichts. Ja, was sagen Sie mal überhaupt, was haben Sie mir Unangenehmes zu sagen, aber, dass Sie so eine noble Ouvertüre brauchen? Herr Janowski, unangenehm ist gar nichts. Im Gegenteil, sehr angenehm für Sie. Aber schauen Sie, ein Gespräch, das auf einer so großer Vertrauensbasis beruht, muss man doch irgendwie ein bisschen nicht ganz nüchtern gehen. Schauen Sie, auch bei uns Akademikern ist es üblich, dass man große Geschäfte, große. Ihr gehört einer Grundlage. Aber ich bin jetzt ja immer. Das ist also ein falscher Dampfer, wenn Sie mich unter die Akademiker einreihen. Ich weiß doch, wen ich sowas sage. Aber schauen Sie, der akademische Bildungsweg, den ich so erfolgreich, unerhört erfolgreich abgeschlossen habe, steht auch Ihnen offen. Weit offener. So, bitte, sehr zu wohl. Danke, mein lieber Filius Hospitalis. Also, ich würde sagen, Herr Janowski, floreat ad multos annos. Ja, ja, auch so viel, ne? Ja, Sie werden das schon gehört haben, Herr Janowski, hier bleibt ja nichts geheim, dass ich das Doktorat angestrebt habe und auch schon erreicht habe. Ne? Ach so. Nein, habe ich noch nicht gehört, aber bitte, gratuliere. Danke, ne? Aber Sie können sich auch gratulieren, Herr Janowski, denn ich werde mich dafür stark machen, dass auch Sie in die Freie Universität Rüttersville aufgenommen werden. Nee, warum denn ich? Will ja gar nicht. Ja, weil Sie nicht wissen, wie das geht, aber nicht umsonst habe ich Sie da in die Doktoratsreihe aufgenommen. Ich, Herr Janowski, wir sind doch
doch Männer unter uns. Ja, ja, ja. Ich möchte Ihnen die Schwellenangst nehmen. Sagen Sie, Herr Heberer, was wollen Sie mir da einreden, bitte? Wo liegt der Haken? Da ist. Ja. Sie sind ein Skeptiker. Ne? Natürlich. Das spricht für Ihre wache Intelligenz. Herr Janowski, es gibt keinen Haken. Die Freie Universität Rittersville und das Ganze liegt vor Ihnen und wartet nur darauf, von Ihnen betreten zu werden. Ich habe gar keinen Kopf zum Studieren. Komm, schaust du meinen Kopf an. Vor Ihnen sitzt ein Angehöriger, ein Doktor der Freien Universität Rittersville und demnächst auch Professor. Was, Professor auch? Was, der Professor ist doch das Salz auf der Brezen. Ne? Ach so. Und sagen Sie, Herr Heberer, wie schnell geht sowas? Ja, das ist natürlich sehr variabel. Schauen Sie mal, der höchstbegabten Rabatt, ja, den ich natürlich aufgrund meiner unerhörten Vorkenntnisse erhalten habe, werden wir für Sie natürlich nicht erreichen. Aber die akademischen Würden sind Ihnen jetzt schon sicher. Ah, sicher ist das mit großen Unkosten verbunden. Na, Unkosten, ne? Nein, aber Kosten, ja. Ne? Schauen Sie, was ist halt schon billig. Ne? Also, die Bildung ist sehr teuer. Und je höher die Bildung, umso größer die Investition. Ne? Ja, wenn Sie sagen Investition. Unser einer fragt sich ja, bitte, was bleibt unter dem Strich? Ja, ne? Nein, Sie können ruhig fragen, Herr Janowski. Ich werde Ihnen antworten. Aber schauen Sie, gerade als Sie aus Hausverwalter, was glauben Sie, mit was für einem Respekt Ihnen die Klientel entgegenkommen wird, wenn Sie als Doktor auftreten? Ne? Die Leute werden doch gar nicht wagen, gegen Sie zu sprechen. Weiß ich, warum? Warum? Weil sie Angst vor Ihnen haben. Okay, jetzt bitte, Heber, warum soll die Leute plötzlich Angst vor mir haben? Doktor Janowski, schauen Sie mal, das ist doch ganz klar. Ne? Wenn Sie natürlich, was soll ich sagen, ich kann gar nicht warten, gegen Sie aufzumucken. Ne? Wenn Sie natürlich mit dem Magister zufrieden sind, das kommt natürlich billiger. Nein, Heber, nein. So viel Konjak gibt's auf der ganzen Welt, dass ich darauf eingehe. Nein. Sie erinnern mich zu Recht. Du Edelein! Noch zwei noble französische Schluckeln. Und zahlen wird ein gewisser Dr. Heberer. Herr Janowski, kommen Sie mal. Ja, wenn ich wirklich die Professur jetzt erreichen werde, werde ich wahrscheinlich keine Namensänderung vornehmen. Ich werde mich wahrscheinlich Professor Dr. Van Hevera nennen. Das klingt akademisch und international. Van Hevera? Ich bin doch kein Deutscher. Van Hevera, wo Tava so Bruder. Hevera, das klingt wie Haberer. Ja, Sie haben eine unumopoetische Art, eine lautmalerische Begabung. Na, Ihnen folgt doch die Germanistik wie reife Zwetschgen in den Schoß. Jetzt habe ich nur mit der Hausverwaltung zu tun. Ja, bitte. So, bitteschön. Ja, danke. Das kommt die zweite Garnitur. Dankeschön. Die Freie Universität Rittersville dankt. Ich würde sagen, das Geistige, hier wird's Ereignis. Ja, bitte. Also, das ist ihr. Ja, bitte schön, Jürgen. Nehmen Sie zwei Butschgrafen mit und zwei Cola. Zwei Butschgrafen und zwei Cola. Ja, Janowski, wenn Sie jetzt einen Moment warten, ich gehe mal raus, hole die Dissertationsgrundlagen von der Freien Universität Rittersville. Moment, Sie werden staunen. Ich bin gleich wieder. Herr Janowski, Sie werden staunen. So, bitteschön. Zwei Coca-Cola und zwei Bunschgrapfel, bitte. So, na, Herr Doktor Janowski, da staunen Sie, gell? Sollen Sie mich anarisch machen, Herr Sie? Ja. Aber sagen Sie mal eins, Herr Janik, wieso wissen Sie davon? Ja, entschuldigen Sie, wenn Sie in dieser Woche schon der vierte sind, den er anwerben möchte. Was heißt der vierte? Bitte, nehmen wir es bloß. Na, danke schön. Was heißt der vierte? Sagen Sie mir nur eines. Was bezweckt er damit? Was hat er davon? Professor, den Professor. Das verstehe ich. Schaut, das ist ganz einfach, bitte. Der Daddy, das ist der von der Steffi, nicht wahr? Von der Neffe. Der hat ihn doch also sozusagen erhöht, etwa in die Universität hat er ihn gebracht, nicht wahr? Den Heberer in die Universität gebracht. Und jeder, und wenn natürlich jetzt der Heberer, der Kurt, jetzt einen Student anwirbt, nicht wahr? Dann kriegt er den Professortitel. Ja. Ohne Nebenkosten. Als Geschenk, als Prämie. Ja, als Prämie, ja. Na, jetzt verstehe. Na, das ist kennen ein Oderader, der Heberer. Ja. Natürlich kenne ich mich aus. Ich bin kein akademischer Ritter. Ja. Den hat er ja auch versucht. Wollte auch einreden. Wollte ein Bares gut. Ja, nein. Der kann er nicht einmal Deutscher machen. Was Ihnen wollte, das ist wahrscheinlich Germanistik studieren lassen. Oh, was der Heberer. Locken es nicht. Wieso? Ernste Sache. Nicht, dass ich den Heberer in Schutz nehmen möchte, aber in dem Fall
ist er nicht zu mir gekommen, hat sich mir nicht aufgedrängt, sondern sozusagen gewissermaßen, ich bin, wie man im deutschen Synchronleben beim Fernsehen und im Film sagt, ich bin auf ihn in der Sache zugegangen. Ja, das gibt's ja. Sie wollten Doktor. Ja. Ja, bitte, Pavel, das ist doch deppert. Das ist doch nicht deppert. Ich hab schon zwei Kunden. Ich bin doch ein Heilmasseur. Na, was glauben Sie, was ein Heilmasseur verdienen möchte, wenn er nicht nur Heilmasseur ist, sondern wenn er auch ein Doktor ist? Aber das Ganze ist doch überhaupt ein Kinderspiel. Ich brauche ja das Ganze. Kinderspiel ist dort, ein Doktor zu werden. Brauchen Sie nur ein Geld. Wenn Sie ein Geld dorthin schicken, richtiges Geld, ja, brauchen Sie zur mündlichen Prüfung überhaupt nicht antreten. Sie brauchen es gar nicht hinkommen. Und, jetzt kommt interessant, ein anderer schreibt Ihnen, wenn Sie noch ein Geld schicken, die sogenannte Doktorarbeit, die Dissertation oder was? Dissertation. Schreibt er Ihnen und da schicken Sie dann ein, das Geld mit der Dissertation und da schmeißen Sie durch Briefkasten der Freien Universität hinein. Und unten kommt statt einer Bierflasche wie bei der Automat, kommt unten das Doktorat heraus. Ist der Objekt ein Schwindel? Ja, kein Schwindel, mein Lieber. Aber außerdem ist ja uninteressant. Fasching ist nicht. Schaut's, was ich hab. Was habst du? Ein Zucker. Na, sagen Sie. Ist das leer? Ist das leer? Ja, das passt zu meinem Hut, wissen Sie. Bienenzüchter Hut. Ja, na, pass auf, die Sache ist. Das ist Ihr Hut? Die einzige, was mich wirklich interessiert, ist ja nur die österreichische Staatsbürgerschaft. Und so bin ich, das ist der Ernst der Sache. Ich bin hingegangen zu dem Heberat, also, kennen Sie mal nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, den Titel eines österreichischen Bürgers. Und er gesagt, das geht nicht. Wieso? Weil die Pension Ritterswil, oder wie heißt das? Universität Ritterswil, das ist eine Schweizer Institution, ja. Die kann das nicht verleihen. Und deswegen habe ich die ganze Sache sofort abgeblasen. Sehr gut. Weil mir kommt es nur auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Bravo! Diesen Titel will ich haben. Bravo! Das will ich. Da trinken Sie. Carina, das zahlt aus die Universität Ritterswil. Aber eins sage ich Ihnen, ich muss Ihnen eins sagen, es freut mich so überhaupt im Fasching, wenn ich mit so einem begeisterten Österreicher spreche. Ja. Obwohl Sie noch gar keiner sein, Herr Babel, aber vielleicht gerade deshalb. Ja, und sage ich Ihnen, wenn ich einmal österreichischer Staatsbürger bin, dann marschiere ich sofort zum Parlament. Ja. Und verlange mein Südtirol zurück. Jawohl, jawohl, bravo, Südtirol. Also. Ich hab schon dritten Kone. Ich vertrage überhaupt nichts. Ich verlange nicht nur mein Südtirol zurück, sondern ich will die Staatsbürgerschaft, wie man so sagt, auf alle Zeiten haben. Wie heißt es auf Ungarisch? Ad multos annos. Ad multos annos. Aber ja. So lange kann nicht warten. Warum nicht? Also. Ah! Was ist? Mir ist gerade was eingefallen. Schreist du immer so laut, wenn dir was einfällt? Nein, ich schreie nur, weil ich so ein vergesslicher Trottel bin. So was Blödes. Aber ja. Die Hill hat doch gesagt, dass sie wahrscheinlich die ganze Woche beim Sektionschef draußen im Baden bleiben wird. Ich Depp hab das jetzt im Wirbel der Inventur völlig vergessen. Du, das macht mir gar nichts aus. Im Gegenteil, ich bin froh, dass ich endlich zu meinem Spaziergang gekommen bin. Ja? Heraus aus den Zahlen, hinein in die frische Luft, mitten in die Untersteinergassen. Ja, und dann, dass du mit mir alle Auslagen angeschaut hast, das finde ich richtig lieb von dir. Naja, auch Auslagen anschauen ist ja ungefährlich. Aber ich meine, wenn dir irgendwas besonders gut gefallen hat, wie wäre es mit einer kleinen Inventurprämie? Übernimm dich nicht. Außerdem müssen wir doch der Frau Steffi Bescheid sagen, dass die zwei Handwerker da oben noch, naja, gut eine Viertelstunde brauchen werden. Naja, wahrscheinlich. Die waren wunderbar. Die zwei, wie heißt dem Buch? Ja. So also ein Wiener Installateur mit seinem türkischen Gehilfen. Wie ist kannst du glauben, dass eigentlich im Leben wirklich solche Typen gibt? Oi. Was ist? Dein Mann ist da drinnen. Ich habe keinen Mann. Was ist das? Dein Ex-Mann, der Janowski. Ja und? Willst du vielleicht deswegen jetzt nicht hineingehen? Lieber nicht. Geheinz. Na, also. Hast du gewusst, dass er da drin ist? Aber Heinz, sei doch nicht kindisch. Du glaubst doch nicht, ich gehe mit dir in das Kaffeehaus nur, um meinen Ex-Mann zu treffen. Ja, nein, es liegt ja nahe. Nein, das liegt ganz fern. Nur du scheinst das immer noch nicht zu begreifen. Also, Heinz, was ist? Wollen wir unseren schönen Nachmittag jetzt hier auf der Straße enden lassen?
Na geh, was soll ich dir denn noch alles sagen? Hm? Immerhin bin ich doch jetzt mit dir zusammen, oder? Und ja, nicht mit ihm. Gut, ja, du hast recht, ich bin ein... Entschuldigung, also okay, geh mal. So. Ja, schönen Nachmittag. Ja. Hallo. Hallo. Oh, ja, Uli, dann grüß dich Gott. Ja. Freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Mach ich schon. Servus. Servus. Und ebenfalls alles Gute. Servus. Na ja, wir haben uns noch nicht gesehen. Schönes Haus. Machst du denn da? Ich hab dich hinter den Bergen vermutet. Heuer bin ich hinter Bergen von Akten. Aber solange ich so einen Bergführer habe, wie den Herrn. Wir steckten mich mitten in der Inventur. Aber diesmal ist es leichter, weil mir so eine tapfere Kampfgefährtin vorne der Uli zur Seite steht bei der Inventur. Was nimmst du denn? Eine Melange, bitte. Eine Melange für die Frau Doktor und ich nehme ein Mineralwasser. Bitte, eine Melange. Ich brauche einen klaren Kopf. Komm. Herr Babel. Hallo. Prosit. Prosit, mein Herr, alles Gute. Ich sage, Frau, es ist mich besser, dass ihr auch schon kein Schwips mehr verrittert wird, haben wir sicher. Aber wenn sie hereinkommt, dann ist wie ein Glück, ist das. Mit den strahlenden gelben Haaren, also wenn sie so kommt. Früher war das in der Kultur wie beim Fernseher schwarz-weiß und jetzt kommt die strahlende, jetzt ist Farb geworden. Wird vielleicht ein bisschen eng, da stellen wir doch einen Tisch dazu. Nein. Nächstes Schallgericht wird hier nicht. Das habe ich schon bei der Neuberger. Jeden Nachmittag ist dort schon geistert. Du hörst auf mit den vertrockneten Bienen. So. Bitte schön, hier ist die Melange und das Wasser. Bitte Und die Schlüsseln, ja. Ich habe was ganz Besonderes. Bitte schön, den Hühnerrahmstrudel mit Vanillesauce. Ich habe ihn in der Küche, bitte. Ja, im Moment. Wir wollten schon nach Ihnen fragen, Frau Steffi, weil wir Sie nicht gesehen haben. Ach so, das ist ja die Perle von Lafitte. Komm, schätze ich Ihnen. Die Perle ist schon wieder die Perle. Ich bringe für die Perle einen Thron. Mein Gott, Herrn, also bei so einem Empfang kann auch eine Perle aus der Fassung. Steffi, kommen Sie zu uns. Dankeschön, danke. Na, wenn ihr euch so anschaut, frage ich mich, wie ich eine ganze Woche hab auskommen können ohne Untersteinergas. Bei der Gelegenheit gleich. Alles Gute zum neuen Jahr. Ja, alles Gute zum neuen Jahr. Sagen Sie, Frau Steffi, wann kommt denn die gnädige Frau wieder zurück? Ja, die Frau Lafitte kommt eh schon morgen wieder zurück. Ach. Ja, mir ist die Arbeit direkt abgegangen. Die ganze eine Woche nur Oberholzenberger. Das ist eine starke Aufgabe. Das glaube ich. Aber am Neujahrstag war ich da. Da habe ich alles wieder tiptop geputzt. Die ganze Wohnung habe ich am Kopf gesteckt. Die will sich gar nicht mehr ausgehen an die Frau Steffi, wenn sie zurückkommt. Heute tue ich nur mehr Blumen gießen und mit dem Staubwedel vielleicht. Da werden Sie aber einen sehr großen Staubwedel heute brauchen. Aber Sie haben ja nur eine Viertelstunde Zeit. Ja, ich habe noch viele Viertelstunden Zeit in diesem Jahr. Ja, weißt du, Sie haben Holzenberger oder gar Oberholzenberger. Wie geht's Ihnen denn? Meinen Fritzi, meinen Was Sie? Macht er denn der oder der redet nur mehr mit den Holzwürmern. Wieso kann er Holzwürmer? Er kann Holzwürmer. Der sitzt und politisiert seine Mäbel. Nein, das ist falsch. Was ist falsch? Mäbel ist politisiert, falsch? Nein, politisiert nicht. Er politiert noch ganz so hart. Ja, nein, wieso? Ich war aber noch Ritter. Bäm und ist so hakelig auf die Deutsche. Nein, wirklich, sag ich Ihnen, bei uns zu Hause stinkt's nach Terpentin und nach Leim. Nämlich, weil der ist in seinem Hobbyraum da, wo der Senf mit dem Raum, den wir haben. Senf. Da ist die Heizung ausgefallen und jetzt spielt sich alles in unserem Kabinett um. Und sag du mir, Frau Steffi, an was arbeiten der Superbastler jetzt? An meinem Nervenzusammenbruch, wenn Sie mich fragen. Das stinkt, der Staub. Ihr könnt nicht denken, wie glücklich ich bin, dass ich da bei euch sitze. Und mein lieber, guter Neffe, der Tete, der hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt. So. Naja, mit den antikischen Möbeln, was glaubst du? Antikische Möbeln ganz neu. Ah, das ist aber eine antikische Möbeln ganz neu, ist eine pikante Mischung. Ja, macht er jetzt. Neue Möbeln aus alten Brettern. Ja. Ich sage Ihnen, unsere Wohnung ist ein Tummelplatz für Holzwürmer aus allen Epochen. Sie Arme, das sind Sie wirklich zu bedauern, weil da kommen Sie heute von einer Baustelle in die andere. Ja, wieso? Wollen Sie mit denen noch hinschicken? Na, ins Chaos. Ich meine, Installateure sind ja berühmt dafür, dass sie ungeheuer viel
Dreck machen. Aber die Lafitte werden Ihnen sicher dankbar sein, dass Sie die Arbeiten in Ihrer Abwesenheit haben durchführen lassen. Ja, ich kenne mich nicht ganz aus. Wie meinen Sie das jetzt? Na, die zwei, die um sind, die Sie bestellt haben. Ja, ich. Wir sollen Ihnen ausrichten, dass Sie bald fertig sind. Aber Sie wollen warten, bis Sie zurückkommen. Ne? Jetzt vielleicht in 5 Minuten. Warum du niemanden bestellt? Ist ja alles in Ordnung in der Wohnung. Ich komme ja nur die Schlüssel holen zum Blumengießen. Die Schlüssel holen? Ja. So, bitteschön. Also, jetzt weiß ich nicht. Da ist der Mitternacht am Strudel. Ja, und dann habe ich bitte die Schlüssel von den Lafitte, habe ich auch gleich. Da, bitte. Hilfe. Bitte. Was ist sie denn? Was ist sie denn? Na, mir ist nichts, aber Sie! Was ich? Die Installateurin! Was ist damit? Na, das sind Einbrecher! Warum muss die Polizei anrufen? Das ist gar nicht anders möglich! Wenn Sie einen Bewaffneten brauchen, ich habe immer eine Tasche! Wir teilen uns, Herr Bahnhof, bitte gehen wir heraus! Bitte gehen wir raus! Ja, Herr! Hallo! 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 Der hat immer einen Hammer dabei. Ja, Herr Janowski, aber wenigstens. Ich brauche einen Überfall. Bei uns in der Konditorei. Ein Einbruch, bitte schön, ja? Bitte verbinden Sie mich. Ja, kommen Sie so schnell wie möglich. Wie die Feuerwehr kommen Sie. Herr Janik, was? Nein, ich brauche nicht die Feuerwehr. Was ist denn? Da geht gerade der Polizist vorbei, der ist schnell. Moment, ja. Polizei, halt! Herr Polizist, bitte kommen Sie sofort mit! Bitte, da fällt's mich! Jetzt brauche ich ein Kreuzworträtsel, damit ich mich beruhigen kann. Herr Janowski, ich hab alles. Wo sind denn alles? Alles ausgeflogen? Was ist denn los? Wo sind denn alle? Nein, die sind alle im Haus bei den Einbrechern. Einbrecher? Na, das ist ja höchst modern. Was ist denn eigentlich los hier? Telefon liegt nicht hier in der Gabel, aber hey. Hallo? Sieht man wieder, wer nicht zu sparen braucht. Hallo? Ist dort jemand? Nicht. Ist dort jemand? Wie ein Überfall? Hier in der Konditorei? Aber gehen Sie uns ab, das ist doch ein Scherz. Hier findet gerade ein Punschkropfenfestival statt. Ja, Sie sind herzlich eingeladen. Frohe Ostern. Das ist doch unglaublich, was da... Herr Leutold, ich habe eine private Frage an Sie. Bitte sehr. Sie sind doch Doktor, ne? Ja. Das ist ja müßig zu fragen. Aber schauen Sie, private Frage. Wären Sie vielleicht an einem zweiten Doktorat interessiert? Ja. Ich habe nämlich gerade hier die Unterlagen von der Freien Universität Rittersville. Nein, bitte ja. nicht jetzt. Der Herr Janik, der... Was ist denn mit dem Janik? Der ist auf die Straßen gegangen. Auf die Straßen? Wieso? Wir haben doch hier ein WC im Haus. Das weiß ich nicht. Na ja, so schauen Sie mal hier. Schauen Sie mal. Freie Universität Rittersville, vorbildlich organisiert. Römisch 1, Römisch 2. Ein Hindernis ist allerdings, das Mitnehmen von Hunden auf das Universitätsgelände ist verboten. Na, kann man natürlich nichts machen. Ne? Ja, was du schaust aus. Wie nach einem Bombenangriff. Also, jedes Mal, wenn die kein Bargeld finden, devastieren sie alles. Bis zum nicht mehr zum Erkennen. Das weiß ich aus dem Tatort. Ja, aber die müssen ein Fix zu einem Kopf haben. Die haben mich aus der Möbel umgedreht. Mein Gott im Himmel, das ist ja solche Vandalisten. Die haben das ganze Silberbesteck. Bitte lassen Sie alles liegen, bis die Polizei da war. Vielleicht sind Sie in einem anderen Zimmer. Aber wo, das ist schon längst weg, Herr Babel. Das ist alles verbrannte Erde. Und wir zwei Deppen, Entschuldigung, also, ich meine, ich Depp, wir zwei, wir haben uns mit denen auch noch unterhalten. Festhalten hätten wir so. Naja, wir wissen ja gar nicht, wie viele das waren. Es kann ja eine ganze Bande gewesen sein. Gesehen haben wir nur zwei. Ja, wir haben uns noch mit denen blendend amüsiert. Ja. Aber ich meine, ich war überhaupt immer sehr gut aufgelegt heute Nachmittag. Ja, ich auch. Inspektor, bitte. Ja, da kommen Sie rein, Inspektor. Da geht er einfach. Da ist ja von der Polizei. Inspektor gleich mitgebracht. Ja. Aber ich muss gleich wieder in die Konditorei hinunter, ja, sonst räumen Sie mir das Geschäft auch noch aus, bitte. Sehr wundert, dass man gern Polizisten findet, wenn man einen braucht. Ja, bitte darf nicht stänkern, wer sind Sie? Ich mache hier sauber. Naja, sauber schaut da gerade nicht aus. Ne? Na, ja. Vielleicht. Name? Was? Wie ich heiße, wollen Sie wissen? Na, ich muss ein Protokoll aufnehmen. Ernst, dabei erinnern Ihnen ja die Einbrecher davon, das Protokoll können Sie später auch aufnehmen. Na, Sie werden mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Außerdem, woher wissen Sie, dass es mehrere waren? Na, mehrere? Zwei wissen wir. Zwei wissen wir, also die haben wir gesehen, genau. Ein Inländer und ein Türke. Ja. Na, woher Türke. Der Türke ist typisch. Na, und woher wissen Sie, dass das ein Türke war? Weil er türkisch geredet hat, ich meine.
Wieso verstehen Sie Türkisch? Ja, so viel schon. Er hat gesagt, ich nichts verstehen, ich Türkisch. Das habe ich verstanden. Na gut, das ist ja noch lang kein Beweis, ne? Das ist kein Beweis, aber ja. Er hat am Kopf, dass er so eine merkwürdige, so... Jesus, jetzt fällt's mir erst auf. Das hat ja eher ausgeschaut wie ein Geschirrtuch. Nein, ich wäre meine Geschirrtuch. Ja, und was haben Sie mit den Räubern gesprochen? Nix. Sie haben nur gesagt, auf unser Befragen ja, ja. Hat er, also der Inländer, hat gesagt, dass die Frau Oberholzenberger hätte sie beide ja. In die Wohnung gereinigt. Genau. Ja, und wer ist die Frau Oberholzenberger? Das bin ich, aber Sie werden doch nicht glauben, dass ich mit den Einbrechern im Bandl bin. Also bitte glauben tue ich gar nichts. Nein, also da so weit kommt's noch, hören Sie, die Polizei, die Räuber, die rammen der Wein schon die nächste Wohnung auf und mit uns vielleicht verhaften. Bitte von verhaften habe ich doch kein Wort gesagt, aber es kann Ihnen bald passieren, wenn Sie meine Untersuchungen noch weiter stören. Ja, da heißt es immer, Wien ist nicht Chicago. Gehen Sie, aber in Chicago haben Sie wenigstens so ein Intelligenz-Service, wenn Sie wissen, was ich meine. Sagen Sie mir lieber bitte, warum Sie die Räuber hereingelassen haben, ja? Ich? Ja. Nein, Sie werden doch nicht glauben, dass ich die Räuber hereingelassen habe. Hören Sie mir, scheint, Sie kommen aus Mistelbach. Kennen Sie überhaupt Deutsch? Hallo. Keinen Rassismus. Ach ja, ich muss mich doch aufregen, wenn ich sehe, wen sie heutzutage einen aufnehmen bei der Polizei. Die haben ja einen Intelligenzpatienten wie eine Maus. Hört sie jetzt rechts, meine gnädige Frau, Sie kommen mit. Also bitteschön, ich komme mit, mich nehmen Sie fest. Na. Ja, bitte, ich auch. Es ist mein erster Einbruch. Ja, also wirklich, jetzt sagt's dem. Ich geh mit Ihnen. Lasst mir den Fritzi schön grüßen, aber ich sag Ihnen was. Auf der Wache, wenn ich da vielleicht Ihnen Polizeipräsidenten triff, dem sag ich Bescheid, was er da. Die Einbrecher lassen's wegrennen und die Unschuldigen nehmen's fest. Aber Frau Steffi, Sie reden Sie nach mir. Ja, das können wir alle beweisen. Mundtot lass ich mich auch von der Polizei nicht machen. Na, geben Sie mir vielleicht gleich Handschellen, damit denen nicht davonrennen. Sie, aber wie Sie ausschauen, ist ja besser, wenn ich Sie dem Herrn Polizeipräsidenten vorführe. Also bitte, Sie wollen es nicht anders, Sie halten sich bitte zur Verfügung. Ich komme mit der Verstärkung. Was soll mit dem Oberholzenberger sagen? Was soll mit dem Oberholzenberger? Oberholzenberger, sagen Sie, im Eiskasten steht eine Sulz. Und sagen Sie, das neue Jahr fängt gut an. Das kann doch nicht wahr sein. Dass sowas die Leute sehen, dann wir, wie das gibt es. Ich hätte eine Ruhe. Ja, was machen wir jetzt? Das neue Jahr ist nicht interessant. Wieso? Der Fasching ist nicht interessant. Das Einzige, was mich an der Sache wirklich interessiert, na? Die Sulz. Man sollte sich aus Eiskassen die Sulz holen. Wer weiß, wie lang die bleibt im Gefängnis. Der Oberholzenberger, der kommt vielleicht nicht, sie kommt 6 Monate nicht raus. Und die Sulz wird kaputt. Man kann nicht schon setzen, sie den Hut auf. Das hat sie vergessen, Sie, die Oberholzenberger. Wir gehen um die Sulz. Ja, und greifen Sie dann, wir dürfen da nichts angreifen. Vorsichtig, keine Fingerabdrücke, keine Spur. Nehmen Sie das Kabel mit. Und das Kabel nehmen wir für die Frau Oberholzenberger mit, wenn Sie so.